Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder DCL24, hatten wir ja schon mal mit dem Gamer PC Intel i9-13900KF RTX 4080, bla bla bla, das sind nur die technischen Specs, für 3409 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Der PC, der wurde mir wie immer vorgeschlagen, mache ich ja ganz häufig so, dass die Leute was im Discord posten und ich dann dementsprechend auch ein Video drüber mache. In dem Fall von HQ Firestar, vielen Dank dafür nochmal. Und wo wir gerade bei Discord sind, nochmal kurz der Hinweis, sucht ihr eine Konfiguration oder ähnliches, wir helfen euch da gerne. Wir machen euch auch einfach Selbstbaulisten, wenn ihr selber bauen wollt, das ist überhaupt kein Thema, natürlich auch alles kostenfrei. Ihr geht hier einfach auf unseren Discord-Server, dann macht ihr hier eine Config-Anfrage und dann eröffnet ihr ein Ticket. Und in den Tickets sieht man dann mehrere Fragen, was euer Budget ist, was ihr mit dem Ding so machen wollt. Die beantwortet ihr dann und wir helfen euch dann da gerne weiter, beziehungsweise unsere Berater machen das dann. Und wir haben auch wieder neue Grafikkartenhalterungen, neue Farben, neue Filamente. Unser Community Manager Rain, der druckt die zu Hause mit seinem 3D-Drucker. Das hier ist jetzt das neue Filament. Wer da Bock drauf hat, schreibt ihn einfach an. Die kosten irgendwie 10 Euro inklusive Versand oder so. Also wer da wirklich Bedarf hat, der kann ihn einfach anschreiben. Der druckt euch die dann in euren Wunschfarben. Und nun kommen wir zu dem System. Das ist wie gesagt von DCL24. Wir schauen uns mal das Bild an. Das Bild ist jetzt nicht sonderlich fake. Ich habe mich auch irgendwie auf das Bild verlassen, weil einige Sachen waren nicht ganz klar. Unter anderem das Netzteil, was sie hier schön wegretuschiert haben, weil normalerweise ist an der Seite mal ein Aufkleber oder ein Logo zu sehen. Das haben die einfach weggelassen. Die schreiben hin 850 Watt Netzteil. Von der Leistung her reichen 850 Watt natürlich in dem System, aber man weiß nicht, was für ein Netzteil drin ist. Das lassen die sich einfach offen. Genauso ist es hier mit der Wasserkühlung. Es steht einfach nur eine Wasserkühlung drin. Wenn das wirklich eine 120er ist, kommen wir gleich noch zu dem Thema. Aber ansonsten kommt es optisch einigermaßen dran. Sie verarschen euch nicht mit irgendwelchen RGB-Bling-Bling-Geschichten oder so, sondern es wird dann schon so aussehen. Das Einzige, was ich jetzt hier noch zu bemängeln hätte, hier ist ein Wi-Fi-Board drin, also das heißt WLAN und Bluetooth wird vom Mainboard direkt mitgenommen. Hier haben sie eine extra Karte reingesteckt, hier steht aber auch dabei, Hinweis, Anschlüsse können variieren. Das heißt, das lassen die sich offen, steht auch direkt im Bild drin, ist schon okay. Starten wir mit dem Gehäuse, das ist ein Thermaltake-Gehäuse Level 20 MT ARGB RGB. Das ist jetzt nichts Besonderes. Wenn man da Hardware reinknallt für, sage ich mal, wirklich 3400 Euro, das ist ja der Preis dieses PCs, dann sollte man schon ein besseres Gehäuse nehmen, meiner Meinung nach. Hier sind schon drei RGB-Lüfter in der Front vorinstalliert und einen Non-RGB-Lüfter im Heck. Man hat eben auf dem Bild gesehen, die haben diesen Hecklüfter einfach genommen, haben den nach oben geschraubt und die Wasserkühlung hinten rein. Obwohl hier oben für eine 240er sehr wahrscheinlich noch Platz gewesen wäre. Airflow-technisch ist in dem System nicht viel los. Man sieht hier vorne eine Plexiglasscheibe oder eine Glasscheibe, weiß ich nicht genau, welches Material das ist, aber da kommt halt keine Luft durch. Die Lüfter sind dann in der Front quasi nur als Deko. Was man theoretisch machen könnte, man könnte hier Lüfter anbringen, die dann quasi von da, von der Seitenwand, da sind auch Löcher drin, Luft reinziehen in das System. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, schraubt man hier Lüfter drauf, passt die Grafikkarte nicht mehr rein. Das heißt, die Grafikkarte darf das Mainboard an sich nicht überragen. Hier ist eine 4080 verbaut, das wird definitiv passieren und deshalb funktioniert das auch nicht. Also Airflow-technisch ist das Ding Standalone Kacke. Wenn ihr jetzt so ein 12400F, sag ich mal, da reinschmeißt und eine 3060 vielleicht, dann funktioniert das noch. Aber bei so einem System mit einem 13900er KF und einer 4080 würde ich dieses Gehäuse auf jeden Fall nicht wählen. Und das kostet 82,40 Euro bei Equipper. Das Netzteil 850 Watt. Wir wissen nicht, ob es irgendwie Gold, Bronze zertifiziert ist, modular oder nicht modular, welcher Hersteller, alles Mist. Wir nehmen jetzt in dem Fall einfach das Seasonic G12. Ist preis-leistungstechnisch jetzt einigermaßen okay, würde ich nicht in dieses System reinpacken, aber es ist jetzt halt einfach so, wir wissen nicht, was es ist. Und dementsprechend orientieren wir uns einigermaßen im mittleren Preisbereich. Es gibt noch billigere 850 Watt Netzteile. Aber ich denke, das ist ganz fair, wenn wir das nehmen. Wie gesagt, 850 Watt reicht aus für das System mit einer 4080 und dem Prozessor. Aber wir wissen halt nicht, was wir bekommen. Qualität und so, keine Ahnung. Und das kostet 93,91 Euro bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein MSI Z690A Wi-Fi DDR5. Das ist ein Einsteigerboard in der Z690er Reihe. Normalerweise nimmt man bei den 13000er Prozessoren Z97. Man kann aber auch ein Z690 nehmen mit BIOS Update. Das funktioniert dann schon.
Das Board hat auch schon Wi-Fi mit dabei. Es hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kann eine SSD verbaut werden. Hier unten noch 3 weitere. Hier kommt die Grafikkarte rein. Dann habt ihr noch 3 Erweiterungsslots für eine Capture-Card oder ähnliches. Von den Anschlüssen her haben wir 7.1, WLAN, Bluetooth, Antennenanschluss, USB 3.1, USB Typ C, Netzwerkanschluss, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0. Die Onboard-Grafik könnt ihr sowieso nicht benutzen, weil das ein KF-Prozessor ist. Sprich, der hat keine integrierte Grafikeinheit. Ihr zieht das Bild bitte über die Grafikkarte. PS2-Anschluss werdet ihr auch nicht benutzen. Ist für ältere Mäuse und Tastaturen, Bürorechner und so, braucht ihr nicht. Das Board ist jetzt nichts Besonderes. Ob ich da jetzt einen 13.900er KF draufschmeißen würde, wegen der Spannungsversorgung, weiß ich auch nicht. Wäre nicht so mein Ding. Ich würde schon ein besseres Board nehmen. Ist jetzt aber nicht sonderlich schlimm. Ist kein Micro-ATX oder so. Finde ich schon mal okay. Funktioniert auch, kann man machen. Und das kostet 255,10 Euro bei Mindfactory. Der Prozessor ist ein Intel Core i9 13900KF. Der hat 24 Kerne, 8 Performance und 16 Efficiency-Kerne, beziehungsweise 32 Threads, also 16 Performance Threads und 16 Efficiency-Kerne. Das ist im Moment der beste Prozessor, den ihr nehmen könnt. Ob ihr den braucht zum Daddeln, lasse ich mal dahingestellt. Ihr könnt natürlich mit dem dann auch Blender benutzen und streamen und Videos schneiden und alles. Ist auf jeden Fall ein Top-Prozessor. Preis-Leistungstechnisch finde ich den uninteressant. So ein 13600er oder 13700er, die tun es auch. Der hat eine TDP von 125 Watt, kann sich aber bis zu 253 Watt genehmigen. Ich habe auch schon Systeme gesehen, da frisst er 300 Watt. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ist aber ein top-aktueller Prozessor. Aktueller geht es einfach nicht bei Intel. Und ich kann da echt nichts Schlechtes drüber sagen, es ist halt einfach so. Und er kostet 667,98 Euro bei Mindfactory. Die Kühlung ist eine Thermaltake Wasserkühlung RGB wartungsfrei. Wenn wir uns jetzt auf das Bild verlassen, ist das eine 120er Wasserkühlung auf einem 13.900KF. Wenn ihr den Tritt in dem Gehäuse mit dem Airflow, der nicht vorhanden ist, dann kommt die Wasserkühlung damit auf jeden Fall nicht zurecht. Selbst wenn sie eine 240er genommen hätten, die jetzt rein theoretisch in das Gehäuse oben in den Deckel reinpasst, wäre das immer noch nicht ausreichend für den Prozessor. Für Büroarbeiten ein bisschen zocken, ja. Sobald ihr den Prozessor aber richtig belastet, sei es beim Rendern oder beim Videoschnitt oder bei Blender oder sonst was, wird die damit nicht mehr klarkommen. Also das ist echt das Schlimmste, was ihr machen könnt. Nicht auf die Kühlung zu achten. Gerade in so einem Gehäuse, wo eben der Airflow nicht vorhanden ist. Also das ist, nee. Würde ich einfach nicht machen. Und die kostet 57,56 Euro bei csvdirekt.de. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB. 2x 16 GB, das ist ganz wichtig, Dual Channel DDR5 4800 MHz. Wenn wir uns kurz nochmal beim Prozessor anschauen, dass der DDR5 5600 als Empfehlung rausgibt, beziehungsweise offiziell unterstützt wird, man kann ihn auch mit 6000 betreiben, 4800 da reinzuschmeißen, ist Quatsch. Dann haben wir noch eine weitere Problematik, wir wissen nicht, was für RAM das ist. Es ist auf jeden Fall kein RGB-RAM, das hätten sie gezeigt auf dem Bild. Ich habe jetzt einfach den Teamgroup Elite DimKit 32 GB genommen mit 4800 MHz. Ihr könnt quasi die Leistung, die der Prozessor bringt, kann, nicht völlig ausschöpfen. Mit 5600er hätte ich mich noch angefreundet. 6000er wäre geil gewesen. Hier ist es aber 4800. Die haben hier richtig gespart. Totaler Quatsch, das auch zu nehmen. Da hätte man auch auf DDR4 gehen können. Immerhin ist es Dual-Channel und 32 GB, das ist in Ordnung. Ist auch wichtig, dass es Dual-Channel ist, aber nee, hätte ich auch definitiv was anderes genommen. Und der kostet 129,90 Euro bei Equipper. Die SSD ist eine Kingston NV1 2 TB. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 2100 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 1700 MB die Sekunde. 2 TB ist okay, kann man machen. Die Geschwindigkeit dieser SSD in einem 3400-Euro-System ist nicht sonderlich viel. Man braucht jetzt nicht sonderlich viel mehr, wenn ihr nicht täglich Daten hin und her kopiert und so. Ich hätte mir aber so eine 970er Samsung oder eine 980er, die hätte ich mir da schon drin gewünscht. Ich verstehe das gar nicht. Oder eine Fury Renegade oder so. Also, das ist wirklich eine günstige SSD. Ist jetzt nicht schlimm, aber ist eine günstige SSD in einem teuren System. Und die kostet 144,90 Euro bei Cyberport. Eine HDD haben wir nicht mit dabei. DVD-Brenner, Cardreader sowieso nicht, kann das Gehäuse gar nicht unterstützen mit dieser Glasfront. Grafik GeForce RTX 4080. Hier wissen wir auch nicht, was wir bekommen. Ist aber ganz häufig so, dass die Hersteller bzw. Systemintegratoren sich das offen lassen, je nachdem, was sie gerade geliefert kriegen. Wir nehmen jetzt einfach die Palette Game Rock. Ist eine der günstigsten gerade am Markt. Die 4080 ist neben der 4090 eine der stärksten Grafikkarten gerade auf dem Markt. Ist auch sehr, sehr aktuell. Wisst ihr ja wahrscheinlich auch. Die ist natürlich für WQAD und 4K Gaming locker geeignet. Überhaupt kein Thema. Je nachdem, welche Settings ihr benutzt und welche Games ihr spielt, den FPS-Satz dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr mich fragt, 1400 Euro für eine Grafikkarte auszugeben, finde ich schon Quatsch, weil da kriegt ihr einen ganzen PC für, aber das müsst ihr selber wissen. Die sind hier wirklich aktuellste Prozessorgeneration gegangen und aktuellste Grafikkartengeneration. Und die kostet 1369 Euro bei Mindfactory. WLAN und Bluetooth, das ist klar, das ist dem Mainboard geschuldet. Hier sind einfach nur die Schnittstellen, haben wir eben drüber gesprochen von dem Mainboard. Als Betriebssystem bekommen wir noch eine Windows 11 Pro 64-Bit-Lizenz dabei. Das ist auch vorinstalliert, das heißt, der PC ist sofort einsatzbereit. Normalerweise
normalerweise nehme ich bei Windows 11 Pro bei Geizhals immer diese 64 oder 65 Euro Variante. Wir nehmen jetzt hier die 149 Euro Variante, weil, das hat einen Grund, ich zeige euch gleich noch eine Alternative bei Dubaro und Dubaro nimmt dafür 129, dass wir da ungefähr so eine Preiswaage haben. Natürlich Windows 11 Pro, aktuellstes Betriebssystem, muss auch sein bei dem Prozessor, das ist völlig in Ordnung. Und das kostet wie gesagt 149 Euro bei Kiebel.de. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 2.949,75 Euro. Das System soll kosten 3.409 Euro. Also, dass der zu teuer ist, braucht man nicht drüber reden. Mit 200 Euro, 250 Euro hätte ich mich noch angefreundet, weil es halt ein sehr, sehr aktuelles und sehr, sehr teures System ist. Ich sage ja auch immer, zum Beispiel beim 1.500 Euro PC, wenn das dann so 100, 150 Euro Aufschlag kostet, ist das okay. Je teurer der PC wird, gerade weil ihr auch nicht wisst, welche Grafikkarte genau drin ist, desto mehr Spielraum hat man natürlich. Aber 400 Euro Aufschlag finde ich einfach zu teuer für das bisschen Zusammenbauen. Die Konfiguration ist Mist. Das seht ihr an der Wasserkühlung, auch im Gehäuse und so. Das würde ich gar nicht kaufen, das ist völlig uninteressant. Ich zeige euch mal eine Alternative. Ich habe mir jetzt einen PC frei konfiguriert bei Dubaro. Ich habe irgendeinen Grund-PC genommen und habe den danach konfiguriert. Hier steht auch die ID, die könnt ihr auch laden, wenn ihr möchtet. Dann seht ihr das selber bei Dubaro auch nochmal. Hier ist ein Corsair 4000D Airflow. Das ist vom Airflow her, wie der Name schon sagt, auf jeden Fall ein besseres Case. Ihr könntet auch ein 5000D nehmen, da hättet ihr mehr Platz, gerade wegen der 4080. Es funktioniert aber. Genauso haben wir hier den 13900KF drin. Wir haben eine 360er Wasserkühlung von Corsair hier drin mit RGB auf dem Pumpenkopf. Gut, das hatte der andere auch. Dafür leuchten aber die Lüfter nicht. Wird oben drin verbaut. Wen das stört, der nimmt eine andere. Wir haben ein Gigabyte Z97 Gaming X inklusive WLAN und Bluetooth. Aktuellster Chipsatz. Nicht Z96, sondern 97. Die Vorteile sind jetzt nicht so extrem, aber es ist aktueller. 32 GB DDR5 Kingston 6000 MHz Fury Beast. Ist ein ordentlicher Unterschied gegenüber 4800 MHz. Hier haben wir auch die 2 TB Kingston NV1 drin und eine 4080 beliebige Hersteller. Ich habe für die Geizhalsliste natürlich die gleiche Grafikkarte genommen, die GameRock. Hier wissen wir wenigstens auch, was wir für ein Netzteil bekommen. 850 Watt MSI MPG A 850 GF 80 Plus Gold. Da war vorher ein Gigabyte drin. Mag ich nicht so, deswegen habe ich das MSI genommen. Das ist auch vollmodular 80 Plus Gold zertifiziert. Da weiß man auf jeden Fall, was man bekommt. Damit uns das RGB nicht fehlt, haben wir noch dreimal Arctic P12 reingeschmissen. Die sind aber teuer bei Dubaro. Die kosten, glaube ich, bei Geizhals 35 Euro, diese drei Stück. Bei Dubaro kostet die ganze Geschichte 60 Euro. Ich habe es aber mit reingenommen, damit die Front beleuchtet ist. Wäre sonst ein Nachteil gegenüber dem anderen PC von der Optik her. Und auch hier habe ich Windows 11 Pro als Vollinstallation mit Key mitgenommen. Ihr habt bei Dubaro die Möglichkeit, mit oder ohne Key oder gar kein Windows zu nehmen. Wir haben es jetzt mit Key genommen. 129 Euro ist eine Stange Geld. Würde ich auch jetzt nicht dafür ausgeben, aber so ist es jetzt. Da kommt ihr jetzt auf 3.513 Euro. Jetzt sagt ihr natürlich, hey, der kostet ja 100 Euro mehr. Ja, ihr habt die Vorteile aber gerade gesehen. Ihr könnt auch die Arctic-Lüfte einfach weglassen, dann seid ihr nur noch 40 Euro teurer. Das ist euch überlassen. Ihr habt auch noch Spielraum, was das Case angeht. Ihr könntet auch einfach einen Fantex nehmen oder so. Das bleibt euch überlassen. Ich habe jetzt das 4000D genommen, weil es mir gefällt. Da kommt auch noch ein Review zu. Das Ding habe ich nämlich gerade hinter mir stehen. Und schauen wir uns hier die Liste an. Haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, diese drei Arctic-Lüfter, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows 11. Da landet ihr bei 3.295 Euro und der kostet jetzt 3.513. Seid ihr bummelig, 220 Euro oder so über Selbstbaupreis. Was in dieser Preisspanne von, sag ich mal, über 3.000 Euro noch okay ist. Zum Beispiel Benz Hardware und auch Kreativecke, die sagen 10-15% fürs Zusammenbauen ist okay. Da sind wir jetzt hier noch weit drunter. Ich persönlich sage mir auch so 250 Euro in so einem Preissegment geht dann auch noch klar. 400 fand ich schon ein bisschen viel, aber ihr habt hier halt eine deutlich bessere Konfiguration. Aktuellerer Chipsatz, ihr habt viel besseren RAM, ihr habt ein besseres Gehäuse, ihr habt eine bessere Wasserkühlung, ihr wisst, welches Netzteil ihr kriegt. Und hier habt ihr halt so viele Punkte, die ungewiss sind. Ich habe mich, wie gesagt, auf das Bild gestützt, eine 120er Wasserkühlung, selbst eine maximal 240er, die da rein kann, es sei denn in die Front, in der Front macht aber keinen Sinn, das ist eine Glasscheibe vor. Selbst eine 240er auf dem Prozessor ist irgendwo Quatsch. Ich würde auf jeden Fall die Finger davon lassen. Natürlich bekommt ihr aktuelle Komponenten. Ihr bekommt einen 13900KF mit einer 4080, das ist geil. Der Rest drumrum ist aber Mist. RAM, Wasserkühlung, Gehäuse, Netzteil, wisst ihr nicht, was ihr kriegt. Und Netzteil ist eine der wichtigsten Komponenten im ganzen System. Ich würde es lassen. Und wie gesagt, das Ding hatte ich jetzt so frei konfiguriert. Dubaro hat einfach in dem Bereich nichts, was sie direkt so anbieten. Da habe ich einige Sachen drin geändert, was ich ja eben auch schon gesagt habe. Ich habe das Mainboard auch geändert, ich habe das Netzteil geändert und so. Und trotzdem sind wir hier in der Preisrange von 200 Euro oder 220 Euro als Aufschlag. Und ich hätte das System wahrscheinlich auch Kroto schicken können und der hätte da irgendwas anderes angeboten. Es ist halt einfach so.
Ich würde das nicht mitnehmen, auf gar keinen Fall. Es ist nicht der übelste Abzug mit 400 Euro Aufpreis, aber die Konfiguration an sich ist einfach Mist. Und wie gesagt, wenn ihr eine Konfiguration sucht und wenn es nur eine Geizhalsliste ist, könnt ihr kostenfrei auf unserem Discord einfach nachfragen, macht ein Ticket auf, beantwortet die Fragen und dann könnt ihr euch da Hilfe holen. Das wäre es dann auch schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.